Es folgt der süße Höhepunkt meines Menüs: Erdbeereis mit gegrillter Ananas. Auch in meiner Freizeitküche achte ich darauf, dass der Nachtisch schön leicht und kalorienarm ist. Ich glaube, sonst wird mir meine Frau aufs Dach steigen. Und für das Dessert brauche ich folgende Zutaten. Unter anderem eine Ananas, am besten schön reif. Dann Erdbeeren, frisch oder tiefgefroren. Etwas Kondensmilch. Eine Zitrone. Thymian. Wodka. Geschälte Sesamsaat und Läuterzucker. Das ist einmal aufgekochtes und abgekühltes Zuckerwasser. Ja, liebe Zuschauer, das Beste kommt natürlich immer zum Schluss und das ist heute mein Erdbeereis. Dafür nehme ich jetzt frische Erdbeeren. Man kann natürlich auch gut tiefgefrorene nehmen. Also wirklich Erdbeeren immer bitte nur in der Saison kaufen. Alles andere macht keinen Sinn. Die sind nur teuer, schmecken nicht. Und die werden jetzt gleich hier püriert. Und da habe ich so einen Geheimtipp. Ich habe mal irgendwo ein geniales Erdbeereis gegessen. Und der Koch hat mir dann wirklich hinterher verraten, dass er das mit Kondensmilch gemacht hat. Also im normalen Leben würde ich Kondensmilch noch nicht mal in meinen Kaffee schütten. Aber im Erdbeereis ganz toll. Die schütten wir jetzt da drauf. Dann Läuterzucker dazu. Das ist ja nichts anderes als in Wasser aufgekochter Zucker. Man macht das so zu gleichen Teilen. Also ein Teil Wasser, ein Teil Zucker. Für die Frische noch ein bisschen Zitronensaft. Nicht zu viel, sonst schmeckt es dann doch zu zitronig. Und von der Bio-Zitrone noch ein bisschen Schale drauf. So, dann kommen wir zum Wodka. Der Wodka, der sorgt dafür, dass das Eis oder auch ein Sorbet ein bisschen geschmeidiger wird. Weil Wodka kann man ja nicht einfrieren. Kann man natürlich weglassen, wenn man Kinder zu Hause hat. Ja, jetzt muss ich das Ganze noch pürieren und dann geht das schon ab in die Eismaschine gleich. Sehr gut. So, jetzt haben wir erstmal unseren Erdbeershake sozusagen gemacht. Jetzt kann ich es reinschütten. Und so eine Eismaschine, die ist immer stark. Abhängig davon, wie schnell die ist, was wir für eine Außentemperatur haben. Wenn wir schon irgendwo im Sommer 35 Grad draußen haben, dann braucht die natürlich länger als im Winter. Einmal zumachen. Ich denke mal so eine halbe Stunde ungefähr. Dann nehme ich mir mal hier die Ananas jetzt vor. Die wollen wir heute grillen. Und das ist ja echt ein Prachtexemplar hier. Da glaube ich, brauche ich mal ein etwas größeres Messer. Ich schneide jetzt mal unten die Kappe so ein bisschen ab. So, dann schäle ich die. Und die Ananas, die soll ja so richtig schön karamellisieren hinterher in der Grillpfanne. Und das ist auch gut, da muss man auch keinen Zucker noch dazugeben, weil die hat genug Zucker in sich. Ich schneide mal den Strunk in der Mitte so ein bisschen raus, so. Mach die auch nicht zu dünn, dann hätte ich Angst, dass die mir zu matschig wird hinterher in der Pfanne. Sondern ruhig schöne, dicke Scheiben. Und ab damit in die Grillpfanne. Und da jetzt auch mutig sein, also wirklich mal grillen lassen, mindestens 3-4 Minuten, damit auch diese schönen dunklen Streifen entstehen können. Hier habe ich noch ein paar geschälte Sesamkörner. Die rösten wir einfach ohne Fett in der Pfanne. Dann drehe ich die Ananas mal um jetzt. Dann auch schön gegrillt. Lass die jetzt noch mal so von der anderen Seite 2 Minuten grillen. So, noch einmal den Sesam durchschwenken. Und dann kann ich mir schon mal das Eis angucken jetzt. Baue die Maschine mal eben auseinander. Ja, schon wunderbar. So, schön cremig das Eis. Ja, herrlich. Dann kann ich schon mal die Ananas anrichten. Ein bisschen Sesam drüber. So. Und dann freue ich mich gleich auf mein Dessert.
Wunderbar. Und fertig ist meine gegrillte Ananas mit Erdbeereis. Ja, und kein anderer als ich darf das jetzt probieren. Mmh. Schönes, schönes fruchtiges Eis. Aber nicht zu fruchtig, also diese Kondensmilch, die ist halt richtig lecker da drin. So, jetzt probiere ich mal die Ananas. Natürlich nochmal ein viel intensiverer Geschmack durch das Grillen einfach. Also tut der Ananas richtig gut. Ja, ihr dürft gleich auch ein bisschen essen. Erdbeereis mit gegrillter Ananas. Dieses und alle anderen Rezepte gibt es auf einfachundköstlich.wdr.de. Das war's heute mit meiner Freizeitküche. Probieren Sie doch die Rezepte einfach mal aus. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Tschüss. Das war einfach und köstlich. Schöne Grüße, Ihr Björn Freitag.